Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Curio. Ich wollte gerade sagen, bist du jetzt Jolle? Hallo Jolle! Bist du jetzt Fischi? Wieso geht immer mein Alt hier aus? Ich verstehe das nicht. Einfach sagen nicht. Drückst du Sachen? Okay. Also ich habe in der letzten Folge hier ganz viele Geschwindigkeitsmodule reingebaut. Die voll sinnig waren. Damit die blauen Fläschchen noch schneller produziert werden. Okay. Und ich habe 3 von den blauen Maschinen in gelbe Maschinen umgewandelt. Wow. Weil ich ziemlich krass bin. Ich mache jetzt noch 2 davon. Und dann machen wir das nochmal. Und dann hast du jetzt schon wieder heimlich eine weitere Begleiteroboteranzahl. Machst du jetzt, oder was? Ja, alles mal durchforschen. Wie mache ich Begleiteroboter für mich? Einfach in der Tasche haben, quasi. Wie hole ich die denn? Na, no, gehst du einfach zum Hangar hin. Was haben wir denn hier drin? Was haben wir denn hier? Entschuldigung. Nimm nicht den, der ist kacke, aber was haben wir da oben? Da, hier ist hier. Einer. Du kannst 10 Stück davon Zügen, haben. Oh, ich habe auch noch welche. Dann nimm dir jetzt einfach mal 10 Bauroboter quasi. Ich leg mir die immer unten in den Gürtel rein. 10 Bauroboter. Und dann kannst du mit den ganzen Blaupausen arbeiten, wie du willst und fröhlich bist, ne? 10 Bauroboter in den Gürtel. Warum im Gürtel? Weil ich dann immer sehe, dass die auch wirklich da sind, ne? Also kannst du die... Verstehe. Kannst du natürlich... Ich kriege ja immer noch welche angeliefert, deswegen ist es ein bisschen schwierig, wenn ich sie freilasse, weil der meine aus dem Gürtel dann auch gleich mit raushauen will. Ja, und dann kannst... Du darfst ja nicht vergessen, du bist ja ein laufender Hangar, ne? Ja. Ne? Du hast auch einen Einflussbereich. Und ja, ich bin ein laufender Hangar. Also nimm dir immer 10 Bauroboter mit und dann bauen die das halt für dich alles, wenn du mal große Sachen wegmachen musst oder sonst wie. Ja. Oh ja. So. Hier wird jetzt hergestellt. Ich finde das sehr, sehr gut soweit. Mit den Grünen. Ja, und den Roten. Ja. Oh Gott. Das Erz. Wollen wir uns darum kümmern jetzt oder nicht? Was denn? Um die Erzgeschichte? Weil ich habe oben noch mal ein bisschen justiert. Also es macht natürlich, ich habe gerade schon zu Fischi in der Pause gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, dass die Ausladezeit und die Einladezeit, dass ich die unterschiedlich einstelle, weil das ist ja eigentlich immer dieselbe Zeit. Aber wir gucken jetzt mal, wie viel... Die müssen halt genug Zeit haben, um alles auszuladen. Ja. Und dann sollen die sich verpissen. Guck, jetzt, da ist noch was drin. Da ist noch ein bisschen drin, das heißt, wir stellen für die Homebase noch mal... Dann machen wir auch 100. Und theoretisch müsste man jetzt eigentlich da hinten... Ja, auch 100. Hier ist noch ein bisschen Erz. Ja, nee, vor allem müsste man da hinten gucken. Also mein Plan wäre halt, dass man da, wie gesagt, was du jetzt nicht so gerne wolltest, noch einen dritten Waggon oder vielleicht sogar einen vierten. Aber dann muss man gucken, ob man überhaupt genug hat. Aber ich darf mich jetzt nicht überfahren lassen. Oh, das ist... Das müsste jetzt aber eigentlich reichen. Ah. Guck mal, wie er einlädt. Also er aber es kommt zu wenig an, Jolle. Es ist einfach so. Wir brauchen ein zweites Band, was doppelt befüllt ankommt, da wo das andere doppelte Band ankommt, wo nichts mehr ankommt. Also ich schaue jetzt, ich stehe ja immer noch am Band und schaue, bis jetzt ist es noch voll, ne? Also wenn er bei dir jetzt noch einlädt... Macht er noch. Also bei mir ist die Ausgabe noch vorhanden, also bei mir ist noch voll. Mal gucken. Oh ja, er lädt noch ein. Mhm. Kisten sind... Die letzte Kiste ist noch nicht ganz voll. Das macht ja nichts. Nee, ich sag nur, zur Information. Achso, der Zug. Ich muss ja eigentlich beim Zug gucken. Mhm. Der Zug, ja genau. Ich gucke jetzt beim Zug. Oh, das ist spannend. Also er lädt immer noch aus, aber es kommt jetzt weniger. Jetzt ist er auf den Rest Ich sag, pass auf, gleich ist er voll. Und jetzt. Jetzt müsste er losfahren. Steht immer noch. Okay, bei mir ist jetzt leer. Steht immer noch. Ja, er hätte eben losfahren sollen. Ja, warte mal ab. Wann fährt er genau los? Dann können wir es einstellen. Er steht immer noch. Jetzt fährt er los. Ah, okay. Dann machen wir 85 für oben. Eisen Nord. 85 und hier 100. Weil irgendwie braucht ihr... Eigentlich dürfte das doch die gleiche Zahl sein. Jetzt gucken wir mal. Jetzt stehe ich hier. Wie er jetzt auslädt.
will noch ein paar Kommen. Aber es kann ein bisschen dauern. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern hier. Ich finde das. Ist jetzt schon wieder am Piepen hier? Piep, piep. Er hat gepiept, weil der Panzer, mit dem ich rumfahre, gerade reparaturbedürftig ist. Naja, du hast ja jetzt die Bauroboter bei. Wenn du jetzt Reparaturkits machst, dann reparieren die dich automatisch. Das heißt, warte mal, jetzt, wenn ich hier ranfahre, müssen die. Na, dann auch. Aber du, wenn du jetzt Reparaturkits einfach in der Tasche hast, dann. Hättest. Ja, dann reparieren die. Oh, du brauchst ja noch einen Eingang, ne? Oder willst du überhaupt reinfahren mit dem Panzer? Oder bleibt. Ach, hier wäre so ein Tor eigentlich gar nicht so schlecht. Aber, oh, ein Tor wäre. Aber da brauchen wir wieder irgendwelche komischen Ressourcen, die wir nicht haben. Hab ich doch, hab ich. Komm mal auf zu meckern. Sie hat alles. Oh, ich wurde schon repariert. Ja, klar. Achte mal auf den Zug. Ich mach mal eine kleine Garage. Weißt Deko du, dass es schlau ist, dass das machen, wo der Zug ist? Vielleicht müssen wir die so ein bisschen rausbauen, weißt du, damit man da nicht irgendwie durch Zufall. Ja, weißt du was, genau. Hier komm, reiß die Scheiße ab. Reiß die Scheiße ab, da ist doch Scheiße. So. Dann da bitte. Oh, wir müssen noch was erforschen. Ich möchte auch noch mal was erforschen. Ich darf nie was erforschen. Na, mach doch. Wie viele Stufen gibt das denn von dem scheiß Begleitroboter-Anzoll-Ding? Das ist mir zu krass. Ja, bis zu 10 kann man denn, ne? Mach ruhig mal. Ich möchte gerne. Bitte jetzt hier. Okay, sie bauen. Boah, okay. Du hast alles abgebaut! Ja, klar. Ja, guck mal, das geht doch ganz easy. Die machen das so. Boah, Jorle! Okay, was kann ich denn so lange machen? Achso, ich will jetzt. Ich will. Jorle, es tut mir leid. Ja. Wir werden jetzt diesen dritten Waggon machen. Ja, lass doch mal erstmal bauen. Das kommt weg. Hier machen wir den Eingang rein. Das ist doch super. Boah, ich habe immer so Angst, über die Schienen zu gehen, ne? Ja, ich auch. Ups. So, jetzt hast du deinen Eingang hier. Gucke. Kannst du mit dem Panzer rein und raus? Danke, Jorle. Bitteschön. Abfahrt. Ist so, super, ich kümmere mich jetzt oben. Easy. Eigentlich müssen wir den Zug mal stoppen, jetzt gleich mal. Brauche ich eine Einfahrtschneise. Oh, jetzt reparieren die Dinger mich selber. Geil. Lauf, Forest, lauf. Zerstöre 100 Bäume durch Aufprall. Echt jetzt, ja? Ja. Die ganzen neuen Achievements sind schon echt. Verstehe. Wenn ja, du mit dem Zug kollidierst. Es ist alles gut gegangen, auch gerade so. Also, hattest du jetzt auf den Zug geachtet? Fährt der leer wieder los? Nee, der ist gerade. Ja, ich bin doch gerade erst angekommen und habe mir eine Einfahrtschneise hier gemacht. Okay. Er ist auf jeden Fall voll von oben runtergekommen. Ah doch, das geht eigentlich schon sehr fix. Okay, dann werde ich mich ja jetzt ransetzen, dass wir Beton machen. Dafür brauchen wir Ziegelsteine. Hinten sind noch welche gelagert. Ich glaube, die müssten reichen. Das mache ich jetzt einfach hier hin. Damit ich es nicht vergesse. Ja? Wenn ich Kisten baue an die Seite von den Schienen, dann zeigt er mir an, wo die Waggons stehen würden. Ach, das ist ja auch praktisch. Und unser Waggon ist sechs lang. Ja, okay. Das heißt, wir können noch jeweils eins dazu machen. Ja. Oh, wie geil ist das denn? Was ist das denn für Luxus hier? Luxus. Das ist ja krass. Wieso haben wir hier keinen Strom? So, weil das dann hier eins rüber muss. Oh, wir haben keine roten Schaltkreise mehr. Ich mag das nicht. Die müssen auch mal irgendwo eingelagert werden. Tun wir das nicht? Nein. Ups.
Oh shit. Dann nehmen wir mal so einen Arm hier. Wieso ist denn jetzt hier kein Strom mehr? Was hast du denn schon wieder gemacht für Sachen? Ich habe so einen großen Strommast abgebaut, aber... Der müsste doch trotzdem... Der darf das ganz gemütlich machen. Ah! Ja, ja, ja. Ich habe irgendwie... Ach so. Nein! Fischi! Ich habe aus Versehen eine Lokomotive abgebaut! Fischi, jetzt, Fischi, da wird irgendwas zerstört. Fischi, du musst rechts von dir, rechts von dir. Oh, sie kommen rein! Sie kommen rein! Wow! Fischi! Oh, krass, meine Roboter haben direkt die Mauer wieder repariert. Oh, es ist so gut mit den Robotern. Wenn du welche dabei hast, ja. Oh mein Gott, ist das gut mit den Robotern hier. Mir fehlen Ressourcen. Aber ich hatte doch da extrem viele Lasertürme. Ah, nee, ich weiß warum, weil ich hier den Strom hier abgenommen habe. Oh Mann, Fischi. Hat mein Bauroboter gerade den Baum repariert? Na, ist ja auch. Wo hast du den? Jetzt ist wieder Strom. Oh. Okay, pass auf. Also, ich habe folgende Sachen jetzt kaputt gemacht. Die zwei sind. Ja. Ich habe aus Versehen die Diesel-Lok abgebaut. Naja, ist halt so, ne? Das bedeutet, wir müssen jetzt hier wieder ein Stück vorfahren. Nee. Doch, weil die passt da nicht hinten ran. So, dann muss ich sie wieder ranhauen. Wie der das da jetzt gerade verteilt. Das ist. Bauer eine Diesel-Lokomotive. Ja, herzlich willkommen. So, dann fahren wir wieder das Stückchen zurück. Die sind komplett kaputt hier. Verdammt. So was? Machst du jetzt ja. Doch noch einen dritten Waggon? Ja, wollte ich. Na, dann mach halt. Ja, dann will ich den dritten Waggon haben. Ah. Warum denn nicht? Wieso willst du denn nicht mehr Ressourcen haben? Ich werde das niemals verstehen. Weil das Band da unten sowieso nicht alles fassen kann. Ja, wir machen da ein zweites Band. Ich hab dir da, du hast mir wieder nicht zugehört. Wir haben da unten bei den Öfen. Mhm. Bei unserer ja, Haupt- ja, das stimmt ja. Ja, ja. Öfensache. Kommen zwei aber wie Dinge an. Eins von diesen Bändern, kommt komplett nichts mehr an. Ich will da auch nichts mehr verteilen. Ich will, dass da bei dem zweiten Band wieder neu was ankommt. Okay, ich bin halt gespannt, wie du es umsetzt. Ich werde dir das zeigen. Ich setze mich jetzt hier in die Lok rein. Oh, mein Blau ist aber sehr gut. Dann kannst du ja jetzt noch einen sechsten dahin pflanzen, ne? Ja, wollte ich ja. Dabei sind die Malheurs hier passiert. Und das Problem ist, dass jetzt hier mit dem großen Strommast, das ist das Problem. Weil wenn ich den hier wegnehme, du könntest doch den hier, wo ich stehe. Der große hier, wo ich stehe, genau ja. Da, wo ich stehe. Den müsste ich eigentlich nach rechts versetzen, aber das geht nicht, weil dann reicht das nicht mehr. Und dann ist hier komplett der Strom aus. Das heißt, wir können die ganze Zugsache um ein Feld nach links verschieben. So dass ich das hier wegnehmen kann. Tschüss. Die verpiss dich. Du machst das schon, oder? Ja, ich mach das schon. Machst du das? Oder ja, machst du das? Schon. Ich weiß gar nicht, ob drei da reinpassen bei uns unten. Es ist tatsächlich alles verschoben. Wie mache ich das, dass der Zug um einen nach weiter nach links geht? Dann müsstet ihr weiter nach. Also nach immer da parkt. Muss ich dafür das Stoppding einen nach links verschieben? Was nochmal? Du willst was machen? Dass der Zug ja. Um ein Feld weiter links hält immer. Naja, du kannst. Nimm mal das Ding jetzt in die Hand. Das ist jetzt. Das hat jetzt richtige Plätze. Du siehst das. Welches Ding? Das Zughalteding. Ja, aber wenn ich das abnehme, dann muss ich ja abbauen. Ja, dann muss halt. Ja, anders kannst du es halt nicht machen. Wir müssen wie heißt denn das hier? Müssen wir Eisenort. Die wieder umbenennen. Granatenschaden. Das ist auch alles neu. Oh, wie krass das ist. Mit dem alles genau sehen. Also, den okay, Zug mal, könnte man noch ein bisschen weiter. Ich müsste die Zughaltestelle hier unten auch nochmal entfernen. Ey, das Problem ist, ich kann es immer nur um zwei Felder verschieben. Wie kacke ist das denn? Ja, irgendwie. Aber das war vorher auch schon so. Bloß hat man es nicht gesehen. Also, es ist alles schon ganz gut. Nee. Ja, aber du musst dich alles wieder umbauen. Komplett. Ja, naja, das ist halt so. Deswegen wollte ich den dritten Waggon nicht haben. Was sagtest du denn?
Soll ich hier unten gleich mal die Station 1 rutschen? Komm, ich hab's jetzt weggemacht. Ich hab jetzt hier schon verrutscht. Ja, aber die unten muss ja auch gemacht werden. Ja, dann mach das mal. Ist ja. Und wir brauchen mehr Schienen. Oh, ist das anstrengend. Okay, aber ich muss nur um einen verschieben hier. Das ist doch gut. Das heißt, unser Kohlezug, den müssen wir dann auch wieder anpassen. Verstehen ja, Sie? Ja, das Leben ist hart. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das hier... Ich so. Weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt hier... Vielleicht so, dann passt hier noch ein drittes Ding hin. Dann müssen wir auch wieder justieren, ne? Ich benenne die jetzt um. Oh no! Hab ich gerade einen Güterwaggon abgebaut? Homebase. Nee. So, die Station hier unten heißt ja Homebase. Dann kannst du damit was anfangen. Ach du Scheiße. Das wird richtig nett, ne? Nice, nice. Hier ist schon wieder kein Strom überall. So, hier ist doch Wasser. Ja, hier ist Wasser. Jetzt endlich Beton. Einfach mal so, weil wir es können. Nein, weil wir es später brauchen. Sag mal, fährt der Zug eigentlich nochmal los? Er hat doch jetzt, ich habe doch die Station auch unten benennen müssen. Also du musst ihn jetzt nochmal einstellen. Die heißt jetzt Homebase. Ja. Die Steine. Hä? Ziel nicht erreichbar. Was? Ah, jetzt. Er kommt! Soll ich ihn jetzt unten anhalten, oder was? Nein! Nein! Nicht sterben. Er hat jetzt die ganze Kohle aus dem Zug geladen, weil der natürlich eins vorgerutscht ist. Oh. Halt. Ich halte ihn mal an. Jetzt bin ich hier für... Wie kann ich ihn jetzt... Scheiße, wie kann ich ihn jetzt ein... An Manuel. Manuel, du bleibst jetzt hier. So, Fischi, du kannst kommen und das einstellen. Du kannst kommen und das einstellen. Ja, warte mal, ich bin noch hier... Ja, die Kohle muss vom Band, ist ja klar. Und dann musst du... Ich dachte, du hast schon die dritte Lok dran gesetzt, deswegen... Nee, ich bin noch am Verschieben hier. Dritte Lok dran gesetzt. Ich glaube, das hackt. Oh, jetzt fühle ich mich. La, 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 la. So, jetzt brauchen wir noch rote Kisten. Ich glaube, ich habe gar nicht genug. Nee. Doch, habe ich. Blaue Arme. Mir fehlen Eisenplatten und Greifarme. Ich hab nicht genug Zeug. Ja, ne, so ist halt. Ich habe nicht genug Zeug, Jorle. Und ich habe Hunger. Du hast Hunger? Ich habe auch nicht gefrühstückt heute. Ja, du schiebst ja auch noch, ne? Ja, deswegen 1, 2, 3. Deswegen, ich muss zwischendurch, muss ich noch was essen. So, damit sollte das doch jetzt hier wieder hinhauen. Da. Wann kommt denn der Zug? Du, ich versuche ihn ja jetzt hier gerade einzustimmen auf seine neue... Kommst du mit bringst Ressourcen mit? Nee, er kommt, wenn dann leer zurück. Du kennst das so. Ja, aber ich dachte, du bringst die Ressourcen mit. Wir brauchen nur noch 6, 7 blaue Arme. Nee, da musst du schon runterkommen. Was soll ich dir jetzt bringen hier? Da musst du schon runterkommen, nee. Ja, ich war, ist ich nicht so einfach fährt, hier. Fährt der Zug schon noch nicht? Nein, er fährt noch nicht. Gut, ja, ich wollte nur wissen, damit ich da nicht reinlaufe, Mann. Alles Wo ist gut. denn der Panzer jetzt? Nein, falsch. Hast du den Pa... Was? Nein, ich hab hier ja nichts. Ich bin eine arme Sau. Panzer. Ja, nee, so, okay. Das Ding muss dann weiter nach oben. Ist hier der Panzer? Oh ja. Abfahrt. Das ist dunkel, ich habe ihn nicht gesehen. So... Kann denn jetzt schon wieder eine Folge vorbei sein? Ich verstehe das nicht. Nein, ist es nicht. Wir müssen also. Komm, das müssen wir mit dem Zug jetzt müssen wir noch klären hier. Haben wir jetzt nicht in der Folge. Das schaffen wir jetzt nicht mehr in der Folge. Nein, aber das bist du. Aber. Das werden wir jetzt in der Folge. 3, 4, 5, 6. Huh.
Beliefert mich. So, das ist jetzt dieser neue Waggon. Der ist jetzt schon angeschlossen. Du kannst, wenn du willst, dir das jetzt auf so einem... Wie, du so hast es schon reingemacht? Ja, ich hab das hier nee, schon... Oh nee, Jolle, ich... Oh nein, warum hast du das denn jetzt gemacht? Was wenn denn? Das jetzt oben nicht passt, muss ich wieder alles oben umschieben. Es muss doch erstmal hier unten passen, du Hammelbein. Oh Mann. Da führt ja nichts dran vorbei, verstehst du? Doch, ich hätte es oben anpassen können. Also wir hätten es ja so oder so einfach bei dem einen zuerst machen können. Naja, gut. Jetzt habe ich halt oben... Oh Gott. Ey, ja, okay, ich habe jetzt schon hoffen wir einfach das Beste gemacht, ja klar. Hoffen wir einfach das Beste. Oben musst du es auch einstellen, genauso wie ich es jetzt hier gemacht habe. Da wären wir ja nicht drum rumgekommen. Aber jetzt wäre es ja einfach nur noch eine Verschiebung, ne? Von dem kompletten Stopp müsste es ja eigentlich sein, hoffentlich. Ich habe ein bisschen verschieben müssen, aber ja. Schicke ihn jetzt wieder los. Warte! Eisen bevor du ihn losschickst, warte, bevor ja. ich nur. Warte. In Steig ein. Bin drin. Abfahrt! So, das heißt. Die beiden geben ihm Kohle. Das ist natürlich ist ein lustiger Aufbau hier, aber puh. Und ja. Okay, und jetzt komm. Yes! Es passt genau. Ja? Ja, sehr. Ich war jetzt nicht schnell genug, dass alles, also der vorderste, obwohl im vordersten Waggon war ja noch was. So, jetzt kommt natürlich zu wenig hier an, das war klar. Jetzt habe ich aber vorgesorgt. Der wird auch mit Kohle beliefert. Ja, dann hast du jetzt hier halt noch deine extra Bahn. Der legt das nach außen hin. Okay, jetzt kommt was total Lustiges. Total lustig? Ja! Macht das Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Geht das überhaupt? Der muss doch dann von oben... What? Nee, doch. Was denn? Nee, doch, ist richtig. Ist richtig. Na, soll er mal machen. So. Und der lädt hier immer noch aus. Oh Mann. Aber jetzt endlich mal. Beton. Das kann doch nicht so schwer sein hier. So. Wir müssen aus dieser. Wir müssen er fährt schon wieder aus los. Der Folge raus, hat Fischi gesagt. Ach so, ja, die Folge ist vorbei. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge schauen wir mal, wie das läuft mit dem Zug. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen mit dem zweiten Band, was ich mir da unten überlegt habe. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.